Servus und hallo und herzlich willkommen zurück zu Harveys neuen Augen. In der letzten Folge sind wir wie Alice im Wunderland hier durch ein schönes Loch gefallen und befinden uns jetzt in einer Kanalisation unter der Anstalt? Denke ich mal. Uns fehlen immer noch hier drei Verbote. Ich will keine spitzen Gegenstände verwenden, wütend werden und tun und lassen, was man will. Das ist natürlich das Wichtigste, würde ich mal sagen. Das ist ja letztendlich der Freipass für alles. Oh, wir haben auch gerade eben gar kein Verbot aktiviert, aber wir werden mal schauen, was wir später dann für eins brauchen. Was haben wir hier denn Schönes? Wir können da lang ins Unbekannte. Hier haben wir ein Boot, ein Paddelboot. Das ist ein Knall. Rotes Gummiboot. Ein Schlauchboot hatte sich im Gitter der Kanalisation verfangen. Die Leute spülten doch die seltsamsten Sachen herunter. Das stimmt allerdings. Können wir mitnehmen? Wir können rudern. Und row, row, row your boat down the river stream. La 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 la. Ach, das dauert hier ewig, Lilly. Komm, noch ein Stück. So, das ist die Anlegestelle. Wir hätten auch einfach laufen können, aber... Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Dann legen wir hier mal an. Hier ist eine... Ist die Tür fest verschlossen? Die Tür war fest verschlossen. War doch klar. Aber wir haben einen Schlüsselbund. Vielleicht kann der uns ja helfen. Ach Gott, das will... Na, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Schnell. Hinfort. Yay! Kriegt uns nie, ihr Schweine! Komm, Lilly, noch ein kleines Stückchen. Ach Gott, ist das süß. Hey, komm zurück! Komm, noch ein Stück, noch ein Stück. Mann, ich glaube, und dann schnell zurück? Gib auf, du kannst mir nicht entkommen! Doch, wir können sowas von entkommen. Schon gar nicht gegen die Strömung. Doch. Adios. Hey, komm zurück! Jetzt anlegen und dann schnell hoch. Komm. Oh Gott, der kommt ja echt schnell. Ja, komm! Ja, wir haben es geschafft. Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Können wir irgendwie eine Tür zumachen? Nicht so schnell. Oh Gott, er hat unser Bein. Stech ihn ab. Los, mach irgendwas. Was? Sie haben jetzt das X gegessen? Komm. Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy Smartie abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy Smartie konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Geil. Mit einem Energy-Smiley haben wir es geschafft. Ich habe halt gedacht, das wäre sowas wie ein Quick-Time-Event, dass man einfach draufdrücken muss mehrmals, aber... Not this time. Ein Lochkartenschlitz. Da geht's in den Abgrund. Die Tür können wir nicht anklicken. Noch ein Lochkartenschlitz, noch ein Lochkartenschlitz und noch ein Lochkartenschlitz. Und da ist eine Lochkarte. Das ist sowas aber auch. Schauen wir jetzt erstmal die Lochkarte an. Die Karte hatte mehr Löcher als Lillys Socken. Die Mäuse hier waren offenbar verzweifelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, also haben Lillys Socken weniger als 8 Löcher. Interessant. Wo sind unsere ganzen Items hin? Die Flirtglocke mit dem Uhu ist weg. Aber ich wollte weiter mit dem Uhu flirten. Eine Lilly muss tun, was eine Lilly tun muss. Probieren wir einfach mal aus. Das war wohl die falsche Karte. Und hier? Das war wohl Nein. die falsche Karte. Das war wohl die falsche Karte. Das war wohl die falsche... Und hier? Ja! In den Kaminschacht. Was? Wir klettern da jetzt rein. Ach!
Hallo? Herr Mantel? Herr Mantel? Wer hatte Angst vorm schwarzen Mann? Richtig, Lilly war es nicht. Ja, Standard. Ich überlege gerade, hier mal ganz kurz. Shibuya Power! Ich habe Angst, dass wir von ihm irgendwie aufgehalten werden. Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Er klingt einfach wie der Grinch. Er klingt wie der Grinch. Und er ist schwarz wegen dem ganzen Ruß. Das ist mein Ding. Herr Mantel, wer bist du bitte? Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig. Meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Wir haben auch Flöhe. Zumindest gehe ich davon aus. Nach dem ganzen Spiel zufolge kann ich mir gut vorstellen, dass Lilly auch Flöhe hat. Ne? Oder sehe ich das anders? Also Herr Mantel ist ein Kleidungsstück. Das ist... Bildet sich Lilly ihn auch ein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und warum hockst du hier im Kaminschacht? Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Jetzt ist mir alles egal. Du sprichst jetzt mit dem dunklen Herrn Mantel, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Oh Gott, das erinnert mich schon ein bisschen an... an Shawnee? War Shawnee der die ganze Zeit so auf bösen Buben gemacht hat? Ich denke schon. Hat ein bisschen was davon, finde ich. Soll Gott noch irgendwas sagen? Aber ich hab's vergessen. Der Ruß. Dein Contouring. Was ist denn das her? Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnweben, den Stau und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Okay, damit wissen wir, was wir machen müssen. Wir müssen einen Staubwedel finden und es ihm geben. Damit der Mantel wahrscheinlich wieder sauber wird. Man weiß es nicht. Aber du weißt doch bestimmt, wer Dr. Marcel ist, nicht wahr? Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcels Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Apropos Edna, was war denn das überhaupt für ein Unfall? Ich weiß es nicht, ich habe Edna bricht aus nicht gespielt. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Scheiße, ich glaube, man muss echt Edna gespielt haben, um wahrscheinlich viele Anspielungen hier zu verstehen. Und irgendwie... macht mich das traurig innerlich. Das macht mich echt traurig. Ich muss wirklich Edna bricht aus mal spielen. Aber es hat leider nicht funktioniert beim Aufnehmen. Leider. Aber wegen Edna. Jetzt haben wir eh schon die ganze Zeit über sie geredet. Weißt du, wo sie ist? Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Nee, das müssten wir gewesen sein. Ich glaube, das müssten wirklich wir gewesen sein. Obwohl, kann sein, dass Edna vielleicht sogar noch schlimmer ist als wir. Wie viele Patienten sind denn verschwunden, während Edna hier war? Gut, Herr Mantel, ciao, servus, wir sehen uns. Wir können zum Dach und zum Wartungsraum. Erstmal die Sterne anschauen. Komm, Lilly, auf geht's. Nein, nicht da lang, weiter noch weiter hoch.
Hallo? Eine Laterne? Ein Bienenmann? Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Oh nein. Ich will nicht, dass er traurig ist. Warum ist es vielleicht... Was ist, wenn der Clown vielleicht auch hier drin war? Vielleicht hatte der auch ein bisschen andere Präferenzen. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Am Schluss fressen sie unsere Schleife. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Oh, also können wir hier gar nichts machen. Es ist Wollknäuel. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ich hab den Spruch echt vermisst. Dann klettern wir runter in den Wartungsschacht. Ja, nee, Wartungsraum. Fast. Oh, wir kommen hier auch nicht wirklich voran. Aber wir haben eine Käsescheibe. Da lag eine Scheibe Schweizer Käse. Im Kloster gab es nie Käse. Meistens nur Löcher. Oh. Also gar nichts. Ich glaube, das können wir als Lochkarte benutzen. Und da ist der Staubwedel, den wir brauchen. Die Idee war gut. Aber zu Lilly kurz. Hatte im Kloster häufig Staub wischen müssen. Und manchmal hatte sie auch heimlich davon genascht. Wahrscheinlich mehr Kalorien als das Essen bei Doris. Nichts gegen Doris. Doris ist hochheilig. Sie ist unsere beste Freundin, gleich neben Edna. Aber manchmal hat die Frau schon ihr Temperament, gell? Das funktioniert. Ach, wie geil. So, Herr Mantel, ist hier Frau Rock? Ah, nee. Wir können hier tatsächlich was machen. Stuhlbein weg und wir sind drin. Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Nö. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Nein, nein, da bleiben. Ich nehme den Staubwedel mit. Mikrowelle, Dosenöffner? Oh, je, je. Ja, ja, ich weiß schon. Also, Schlüssel. Kühlschrank. Bananen, Tomaten, Brokkoli und Blaubeeren. Grüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren. Gelbe Banane. Gelbe Banane. Und rote Tomaten. Rote Tomaten. Das schreit nach Rätsel. Oh nein. Oh Mann. Aber die sehen sehr schön aus. Außer der Brokkoli. Das sieht aus wie ein Busch mit Beinen. Ein Pizzaflyer. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Warte, was? Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Wo kommt dieses Ungarisch her? Gut, wir können scheinbar auch eine Pizza bestellen. Und ans Telefon gehen. Willkommen bei Swermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Ansteinsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung, bitte! Also einmal ohne Ernst. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Okay, sehr gesund. Und hat das Poki wirklich eingesprochen? War das Poki? Ich weiß es nicht. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Und hier ist noch eine Kreditkarte. Da hatte jemand seine Kreditkarte in der Manteltasche vergessen. Ein gewisser... Hey, das war Dr. Marcells Kreditkarte. Was sagte man dazu? Dr. Marcel hat seine Kreditkarte in Herr Mantel vergessen. Gut, jetzt haben wir eine Kreditkarte. Wir haben Brokkoli, Tomaten, Blaubeeren, Bananen, Staubwedel, Pizzaflyer, eine Pizza, die ankommt, ohne alles. Und ein abgebrochenes Stuhlbein. Oh, und selbstverständlich unser liebgewonnenes Wollknäuel.
Haben wir hier noch irgendwas? Dosenöffner können wir uns merken. Gehen wir mal zum Flur. Da ist die Pizza. Und da... Oh, das HW. Was machte denn der lustige Hase hier? Er schien Lilly noch nicht bemerkt zu haben. Oh, oh. Bemerkt uns und sperrt uns ein, wenn wir näher kommen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, was? Ich glaube, da ist irgendwas. Lilly war sich ganz sicher. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ich glaube nicht, aber... Oh oh. Oh Gott. Überrascht mich wiederzusehen? Nee. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Können wir mit Harvey sprechen? Ich finde es schön, dass Harvey auch so böse schaut, jetzt so. Aber ich glaube, er hat den Namen auf der falschen Seite. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Gut, dann müssen wir erstmal uns in Trance versetzen. Was wir wahrscheinlich schon werden, je nachdem, wie fest er uns packt. Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Oh oh. Staub. Das Phantom ließ Lilly nicht aus den Augen. Sie hatte keine Chance, irgendetwas zu probieren. Oh oh. Gut so. Schön stillhalten. Gut so. Schön. Okay, Banane. Du hast eine Allergie gegen Bananen, oder? Das Phantom sah nicht aus, als sei es bereit, sich auf einen Handel einzulassen. Okay, Du sollst keine... Das Phantom liegt hier. Das geht alles nicht. Kreditkarte? Das Phantom sah nicht aus... Oh, oh. Nicht gut. Pizza. Das Phantom sah nicht... Das Phantom... Oh nein, habe ich wieder irgendwas gemacht? Wo ich hier nicht mehr wegkomme? Das Phantom sah... Ja, geil. Du sollst erwachsen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst kein... Weg, weg, weg. So, genau. Drache. Oh, und ganz viele Kobolde. Das ist bestimmt die Uhu-Flöte. 100 pro. Ein Huhn. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Nee. Nehmen wir mit. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Mir tut das innerlich so, so weh, was Lilly da durchmachen musste, einfach. Was? Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Du wirst noch verrecken, Schatzi. Kleinen Augenblick. So, ich musste schnell husten. Meine Stimme hätte sonst nicht das lange nicht mehr mitgemacht. Gut, Herr Drache. Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Nö, eigentlich nicht. Oder? Und selbst wenn, kriegen alle aufs Maul. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Du hast
eine wunderschöne Stimme. Kille, Kille. Lass das. Nochmal. Halte dich ein. Nein. Kann ich mitnehmen? Nein. Was bist du? Wir sind zu schwach. Nochmal. Kille, Kille. Lass das. Ja, das ist gut, ist gut. Können wir den jetzt benutzen, um irgendwas zu machen? Oh Gott! Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Und den Dorn in der Drachenkralle einfach rausziehen? Und jetzt abstechen. Danke. Das war knapp. Oh oh. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Yay. Wir dürfen mit dem Messer spielen. Mhm. Jetzt beginnt's, glaube ich, erst richtig. So. Hier, Verbote. Shibuya Power! Shin! Mononoke Glitzerschein! Verflucht seist du, unartiges Gör! Verflucht! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt. Unartig. Anscheinend sind wir mit Perry das Schnabeltier. Und jetzt nehmen wir auch endlich mal den Harvey mit. Oh, oh. Das wollte ich gar nicht, aber okay. So, steinigen wir alles mal. Aber wir haben, glaube ich, gar nichts mehr. Die Tür war... Die Tür, oh Gott. Eine Fieber... Okay. Dann trinken wir wohl doch den Kaffee. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob wir woanders irgendwo hin können. Der Waschraum, Überwachungsraum... Wir gehen erstmal in den Waschraum. Er erinnert mich... Der Waschmanne. Erinnert mich an eine Mischung... aus Dieter Bohlen... und dem König von Mallorca. Aber vor allem Dieter Bohlen.